Was steht heute auf dem Programm? Also auf dem Programm steht heute den Alpenrhein von Balzers nach Vaduz. Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge meines Flussführers für die Schweiz. Wie ihr bereits gehört habt, geht es heute nochmals um einen Abschnitt des Alpenrheins von Balzers bis Vaduz. Der Einstieg ist auf der Lechtensteiner Seite des Rheins beim Elhorn. Der Ausstieg muss je nach Lage der Sandbänke gewählt werden. Wir sind bis zur Fahrradbrücke in Vaduz gefahren. Die ersten Brücken, die man unterfährt, sind die Fußgängerbrücke und etwas später die Straßenbrücke zwischen Balzers, Liechtensteins südlichster Gemeinde, und Trübach. Der Rhein bildet hier die Grenze zwischen der Schweiz am linken Ufer und Liechtenstein. Dass sich die beiden Staaten in einer Zollunion befinden, gibt es keine Grenzkontrollen. Ab hier bis zum Bodensee ist der Fluss kanalisiert und geprägt durch Kiesbänke, welche für etwas Abwechslung sorgen. Da die Dämme recht hoch sind, sieht man wenig von der unmittelbaren Landschaft im Talgrund. Aber man kann die herrliche Berglandschaft beidseits bewundern. In Vaduz, Liechtensteins Hauptort, überquert zuerst die Straße den Rhein. An der Brücke ist eine Photovoltaikanlage installiert. Kurz dahinter befindet sich die alte gedeckte Holzbrücke. Meines Wissens ist dies von der Mündung des Rheins in die Nordsee die unterste solche Brücke, die in ihrer Ursprünglichkeit bis heute überlebt hat. Daher steht sie auch unter Denkmalschutz. Ab hier kann man einen geeigneten Ausbootpunkt suchen. Möglichkeiten sind das Fußballstadion von Vaduz, die Autobahnraststätte auf der Schweizer Seite oder die nachfolgende Fußgängerbrücke. Ein Fazit? Also es war ein schöner, frühlingshafter Tag für den 1. Januar. Wir hatten sehr wenig Wasser, aber schön war's. Zusätzliche Informationen sind in der Beschreibung unten zu finden. Wenn du diesen Führer hilfreich fandest, hinterlass doch bitte einen Daumen hoch, und wenn du künftig mehr Videos nicht verpassen möchtest, klick den Abonnieren-Knopf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!